Willkommen zu einem neuen Next Move Video. Wir machen heute eine Vergleichsfahrt mit 5 Autos und zwar nagelneu den Hyundai Kona vom Autohaus Freitank in Leipzig. Lassen wir antreten gegen den kleinen Motor, gegen den Ioniq, wobei klein relativ ist. Zumindest was den Akku angeht, ist er kleiner. Den Renault Zoe ZE40 haben wir mit am Start, das Tesla Model 3 Long Range und den Nissan Leaf mit der großen Batterie. Wir testen Autobahnverbrauch dieser Autos. Wir fahren mit 120 km/h über die Autobahn. Ungefähr 180 km Strecke haben wir. Wir haben die Klimaanlage auf 22 Grad eingestellt. Wir fahren nicht im Eco-Modus, also möglichst alle Autos gleich. Wir fahren auch Kolonne, kein Windschatten und werden unterwegs noch einen kleinen Ladestopp einlegen, wo wir auch die Ladeleistung einzelner Fahrzeuge nochmal vergleichen wollen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Begleitet uns auf die Tour. So, wir sind unterwegs auf der A14 und sind jetzt ungefähr 70 Kilometer gefahren. Es ist ein bisschen Verkehr, wie man vor uns gerade sieht, aber die meiste Zeit sind wir relativ durchgekommen und konnten tatsächlich, ich würde mal sagen, 80% der Strecke unsere 120 km/h durchfahren. Mussten auch nicht großartig Beschleunigungsphasen einlegen, um hier irgendwelche Lücken zu schnappen auf der Autobahn. Für Freitagnachmittag ein relativ entspanntes Fahren. Wir wollten eigentlich laden in Dresden, dem Kona fehlen hier gerade mal 2 Balken. Mal sehen, ob wir das machen, so richtig Spaß wird das noch nicht machen. Aber den Ioniq hängen wir auf alle Fälle mal dran und gucken mal, was da kommt. Mein Durchschnittsverbrauch, die spannende Frage, liegt es hier bei 17,5 Kilowattstunden. Die anderen Autos, Werte liefern wir später, ist natürlich auch nur ein Zwischenwert. Es kam jetzt eben ein kleines bisschen Regen auf, wie man gesehen hat, aber Straße ist weiterhin trocken. Wind ein Ticken von hinten. Außentemperatur haben wir 14 Grad. Wir rollen mal weiter und gucken später mal, was die anderen so für Werte liefern aus ihrem Fahrzeug. Wir sind angekommen an unserem Ladestopp und haben, ihr seht es im Spiegelbild, das Display der Ladesäule spiegelt so schön, den Ioniq schon mal rangehangen. Er lädt jetzt hier friedlich mit 65 kW dahin. Angekommen sind wir mit ungefähr 40% Ladestand. Da ist der Ioniq. Bisschen Gepäck fürs Event. Der E-Golf gehört auch noch zu uns. Und dann haben wir hier den schicken Kona. Der muss eigentlich noch nicht laden, aber wir werden ihn natürlich einmal kurz ranstecken, wenn wir hier sind und schauen mal, was der Kona gleich uns für eine Ladeleistung ausspuckt. Jetzt haben wir noch den Kona am Strom, Nasenlader, sehr sympathisch. Rechts neben der Ladebuchse blinkt der Akku. Und dann schauen wir mal, wie viel hier am CCS geht. Wir sind natürlich in einem Ladefenster sozusagen bei 77% Anfangsladestand, wo so richtig die Post nicht abgeht, wo man eigentlich noch keine Pause machen würde. Er sagt ja auch 4 Minuten Restladezeit. Das ist für einen Ladestopp nicht so richtig das passende Timing. Und 43 kW Ladeleistung, immerhin auf einen Akku, der fast zu 80% gefüllt ist, vor 2 Minuten angestöpselt, ist ja ganz brauchbar, aber noch kein echter Wert. So, wir rollen jetzt auf der A13. Autobahn ist frei, wir können also die 120 gut durchziehen und der Verbrauch sieht ganz gut aus. Wir haben eben am Zwischenstopp schon eine Tendenz erkannt. Nochmal ein Blick aufs Thermometer, 15 Grad. Noch ein paar Werte zu den Eckdaten. Es sind alle Autos auf Sommerreifen unterwegs, überall ein Fahrer drin und alle Autos haben wenigstens 100 Kilo Zuladung, außer der Kona, der hat keine Zuladung. Der Leaf hat noch die GoPro oben drauf, hat ein kleines bisschen mehr Luftwiderstand. Heizung ist natürlich auch, wir messen sozusagen die Temperatur nicht, sondern wir haben ja nur in Anführungsstrichen alle die gleichen Werte eingestellt. Das heißt, es ist jetzt nicht streng wissenschaftlich zu betrachten, was jetzt am Ende hier rauskommt. Aber es sind schon mal Tendenzen, wie sich die Autos bei dieser Geschwindigkeit verhalten.
Ich habe auch nochmal die echte Geschwindigkeit mit dem GPS-Tracker gecheckt. Also beim Hyundai Kona ist es so, wenn ich Tacho 120 habe, sagt mir das GPS-Signal, ich fahre 117, also sehr genau und guter Wert. Wir sind gespannt, was rauskommt. Wir fahren zum Lausitzring. Dort ist morgen übermorgen Next Move Day. Alle diese Autos können Probe gefahren werden. Das heißt, das Video ist natürlich schon online, weil wir so schnell natürlich nicht das online stellen können. Aber am 27. und 28. Oktober auf dem Hockenheimring beim Next Move Day 3 sind hoffentlich alle diese Autos wieder mit am Start. Dort könnt ihr sie dann auch Probe fahren bei Next Move. Und noch 8 Minuten, 13 Kilometer, also nächste, übernächste Ausfahrt geht's runter und dann machen wir Datenanalyse. So, wir sind am Ziel angekommen. Unser Ziel heute war nach 170 Kilometern erreicht, nämlich der Lausitzring. Ihr seht da hinten die Autos, die teilgenommen haben und noch einer mehr. Da hinten am Horizont drehen sich die Windräder, die den Strom machen für die Autos, um uns heute Nacht alle wieder aufzuladen. Wer hat nun gewonnen? Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden Effizienzmeister lagen praktisch gleich auf, kaum zu unterscheiden. Der Hyundai Ioniq 14,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch, gefolgt vom Tesla Model 3 mit 14,7 Kilowattstunden. Dann Nummer 3, wer hat es geschafft? Der Hyundai Kona, 16,6 Kilowattstunden Verbrauch. Dann kam der Nissan Leaf mit 17,1 Kilowattstunden Verbrauch und eigentlich erwartungsgemäß der Zoe. Autobahn ist nicht seine Stärke, 17,3 Kilowattstunden. Aber im Prinzip doch relativ nah beieinander. Aber es zeigt sich, wer halt flach ist und wer ein bisschen höher gebaut ist. Komfort oder Effizienz, ihr könnt es euch aussuchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und abonniert unseren Kanal. Wir haben viele spannende Videos für euch. Bald geht's weiter. Ciao.